ist nicht. Kennst du das Schild noch? Ich kenn nicht mehr. Das ist von Mega Man Base. Vom King. Oh. Na. Oder er ist einfach der Proto-Mega Man des Spiels. Ja. Ah, scheiß Assassin. Ja. Ich bild mir das vielleicht ein, aber klingt wie der japanische Voice Actor von X. Vielleicht ist das der Grund, weswegen er eine X auf dem Schild hat. Oh, gut möglich. Da. Ja, ich hasse das. Oh nee, der kann ja alles. Auch wenn das hier ein bisschen einfacher ist, wie es aussieht. Ja. Auch wenn du keine HP mehr hast. Crazy Laser! Aua. Bitte, das Lied. Oh. Wieso eigentlich nicht? Ich weiß auch nicht genau, warum, wann das kommt und wann nicht. Aber musste das sein? Musste die sich opfern? Ich fand die cool. Ich hätte gern noch mehr von der gehabt. Au. Vermutlich hat Integrate diesen Charakter ins Spiel eingebaut, damit Ubisoft, falls sie mal einen zukünftigen Assassin's Creed machen, schön Lizenzzahlung vornehmen. Sollte der Charakter auch nur ansatzweise so aussehen. Aua. Na komm. Stille Geburt. Oh ja, er ist schon wieder ein Stück weiter. Runter und ah. Ich muss hier echt zusehen, dass das was wird. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Leben wir haben oder ob es Leben überhaupt gibt in dem Sinne. Ah, jetzt verstehe ich. Ich glaube, ich kann seine Schüsse abwehren, indem ich selber drauf schieße. Das wäre natürlich cool. Tja. Aber okay, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Jetzt habe ich ihn langsam. Da, wo ich ihn haben will. Ja. Also richtig? Au. Ah, schon? Na gut. Ich hatte irgendwie einen Gedanken. Vielleicht kommt die Hymne ja nur, wenn du noch alle drei Skill-Punkte voll hast. Ich weiß nicht, weil... Ich glaube, seit wir angefangen haben, die zu benutzen... Au. Kommt irgendwie nicht mehr. Ja. Ich weiß es aber auch nicht. Das ist drin eine Vermutung. Ah, der schon wieder. Okay, ich treff grad hier nicht. Ah. Ich benutze trotzdem meine Skills lieber. Ja. Weil ich bestimmt falsch liege. Ah, es muss nicht mal sein. Und bam. Jetzt habe ich auch langsam raus, was er macht, wenn ich was Bestimmtes tue. Also, ausweichen ist da einfacher. Oh.
Ich habe alle Daten, die ich brauche. Was, was du nicht in, was dein, was dein Blut nicht, was du nicht an Blut vergossen hast, hast du an Geheimnissen vergossen. Fließen lassen. Das ist gut. Dein Name, den verdiene ich ja wohl. Nein, tust du nicht. Das, das ist ein menschliches Privileg. Na, dann hole ich einen Menschen ran. Aber wenn Gott mich das nächste Mal schickt, um dich zu, um über dich zu urteilen, wirst du ihn flüstern hören. Kopen. Hagen. Ja, toll. Also, du verdienst meinen Namen nicht, aber übrigens, mein Name ist Kopen. Ich werde dir meinen Namen nicht sagen, aber ich werde dir sagen, was jemand anderes, der dir meinen Namen sagen würde, sagen würde. Oh, nicht schlecht. So, was haben wir denn eigentlich bekommen jetzt? Elektrum, Nanochips wieder. Aber gelbe, so diesmal kein... Gelbes Schalke-Doni. Also einen sehr wertvollen Stoff, würde ich behaupten. Währenddessen... Jetzt haben wir auch noch eine Raumstation. Willkommen bei Indiecreates. Währenddessen bei Indiecreates auf Sumeragis Orbitalstation Firmament. Und wir haben einen Master Chief. Ist das nicht der Kerl von Daft Punk? Oh Mann. Meister Nova. Sonders Jäger haben sind dezimiert worden, Sir. Das wäre einer für dich. Was? Es trauert mich, das zu hören. Tief. Wird Quill niemals aufhören? Das es, war. Es betrübt mich, was weiß ich. Das war nicht Quill, Sir. Den Überlebenden zufolge. Was? Aha. Wurde Zonda. Von einem Jungen in weißer Rüstung mit rotem. Riemen? Ja. Sam? Angegriffen. Rand? Weiße Rüstung. Mit einem Kreuz? Das ist Dr. Kamisonus. Ihr kennt ihn? Er ist ein kleines Ding. Er ist eine kleine Sache, die sich damit auskennt, großes Chaos anzurichten. Ah. Aber er ist alleine und er hat kein Septima. Lass ihn bleiben. Er wird Ja, gute Frage. Wie sowieso man... in seiner eigenen Rache in Flammen aufgehen. Bald genug. Oder irgendwie so. Aber Sir, er hat Sonder... Took down, Auseinandergenommen. Ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Das Sonder oder der Sonder, die ja. Sonder... Ja, ist Sonder jetzt etwa ja, dieses, ja. Dieses Mann-Frau-Ding? Ist, ja, ja. Oh, gut, dann wird das wohl in der Geschichte noch ein bisschen weiter vorkommen. Das ist gut. Vielleicht. Und die Natur ist voller Überraschungen. Man braucht kein Adept zu sein, um eine Gabe zu haben. Sollten wir Glück haben, werden er und Quill sich gegenseitig zerstören und uns einen Haufen Arbeit ersparen. Nun... Wann wirst du mir endlich Lumen ausliefern? Wir brauchen sie wieder. Die Operation kann nicht ohne unseren Schein, ohne unseren leuchtenden Stern fortgeführt werden. Verstanden, Sir. Okay. So, jetzt können wir auch endlich wieder weiter hier. Wen nehmen wir uns denn als nächsten vor? Also erstmal würde ich sagen, redest du nochmal mit Jule. Oh ja, natürlich, natürlich. Jetzt, wo wir die Mittelmission gemacht haben. Dieser Kopen-Typ scheint...
ist sich sicher mehr Mensch zu sein als ich, ja. Ich schätze, er ist kein Adept. Aber seine Bewaffnung konnte die Septima von Adepten, die ich bekämpft habe, nachahmen, ja. Beschäftigt dich irgendwas? Eine Million Sachen, aber es ist schon okay. Wow. Bam. Was also passiert, wenn wir jetzt nochmal mit dir reden? Also ich finde diese Gespräche nicht gerade sehr familiär. Und schon wieder, können wir das jetzt immer wieder machen und uns immer weiter näher fühlen. Was haben wir hier noch? Wen nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir gelb, lila oder orange? Tja, jetzt willst du eine dreiseitige Münze werfen? Nein, wenn sie zufällig auf der Kante landet. Natürlich. Dann nehmen wir einfach mal das Briefing. Ja, weil die sind ja eh sehr kurz. Diese Mission wird dich interessieren. Quill braucht... Was? Braucht dich, um ein... Datenlager. Ein Datenlager zu... Treffen, ja. Sumeragi benutzt es, um klinische Daten für jeden Adepten, den sie getestet haben, zu lagern. Ein Lager lagern, ja. Was bedeutet, dass sie auch ein paar Dateien über dich und Jule haben sollten? Ist mir doch egal. Gag that? Achso, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich werde die nicht... Unerhört. Ja. ich werde sie nicht das benutzen lassen, was sie mir angetan haben. Oder ihr, um anderen Adepten was anzutun. Wann geht's los? ich dachte mir schon, dass du das so siehst, Jeeves. Ach, jetzt verstehe ich das. Jeeves. Ja. Jetzt wusste ich noch mal, ich habe gar nicht gecheckt. Jetzt verstehe ich das endlich. Das war mir eigentlich schon recht am Anfang klar, was er damit meint, weil... Wir haben halt bei manchen Sachen andere Leitungen. Ja. Anders lange Leitungen. Naja, dafür habe ich in den meisten Fällen die längere. Was ist denn hier? Hä? Oha! Ja. Jetzt verstehe ich das. Boom! Rums! Wir haben gar nicht unsere Challenge abgeschlossen. Ja, genau. Das können wir das nächste Mal. Ich will doch bloß. Genau so. Rums. So. Aha. Okay. Aha. Das müsste doch eigentlich auch so gehen. Moment. Zack. Okay, nochmal. Geht nur einmal. Okay. Dann habe ich ein Problem. So, man kann also nur einmal in einer Double Jump Sequenz springen. So, hupsa, warum habe ich jetzt wieder... Warum ist mir das Ding kaputt gegangen? Warum war das auf einmal rot? Warum konnte ich meinen... Vielleicht, weil du auch einen Double Jump gemacht hast? Ich meine, das kostet ja ein bisschen viel Energie. Ja, gut. Aber das war doch, glaube ich, gar nicht mal leer. Weiß ich gar nicht. So, ich probiere es einfach mal, hier lang zu kommen. Aha, war mir ja klar, dass da was war. Da! Danke. Ups. Ja.
Oh, noch ein Level up. Wir sind schon auf Level 17. Wann hört denn das alles auf? Ab welchem Level? 100. Lass mal nachdenken. Ich hab keine Ahnung.